Bei den 11. Hamelner Tanztheatertagen ist zum zweiten Mal das Tanztheater des Staatstheaters Braunschweig mit einem Community-Dance-Projekt unter der Leitung von Thiago Manquinho zu Gast. Diesmal zum Thema Mit allen Sinnen. Das erfolgreiche Projekt von 2019 hat neue Tanzbegeisterte angelockt. Ich gucke mir gerne Tanztheater an und wusste von dem Mal davor, da ging es um Heimatsuche und habe da schon gedacht, oh cool. Und dann habe ich jetzt bei dem Projekt gesagt, gut, jetzt melde ich mich an und mache da mal mit. Und ich habe voriges Jahr diese Aufführung gesehen von dem Projekt Heimatsuche und das hat mir so gut gefallen. Und da ich früher auch viel an Aufführungen in unserer Ballettschule teilgenommen habe, habe ich mir gedacht, ich probiere es einfach nochmal. 5 Teilnehmer des letztjährigen Stückes waren so begeistert, dass sie zu Wiederholungstätern bzw. Wiederholungstänzern geworden sind. Letztes Jahr war meine erste Erfahrung und die war unheimlich toll. Wir haben so viel Spaß gehabt und so viel erreicht, also für einen selber auch so. Was ich mir nie gedacht hätte, was ich alles machen kann, was mein Körper machen kann, das hätte ich mir nie vorgestellt und das Ergebnis war einfach phänomenal. Auf Entdeckungsreise ins Reich der Sinne begeben sich diesmal ca. 50 Laien. Zum einen erwachsene Hamelner, die jüngste ist 19, die älteste 80 Jahre alt und dazu Schüler zweier Sprachschulklassen von der Elisabeth-Selbert-Schule sowie des Schiller-Gymnasiums. Nicht wenige dieser Schüler haben einen dramatischen Lebensweg hinter sich. Ich bin hier nach Deutschland geflüchtet, weil ich Krieg in meinem Land habe. Ich bin nach Deutschland gekommen, weil mein Land auch Krieg gab und anders nicht gegangen. Ich musste leider 1 bis 2 Jahre alleine hier leben. Also ich habe mich erstmal nicht gut gefühlt, weil ich war so 13 Jahre alt. Ich war so ganz klein, ich hatte keine Freunde, ich konnte leider kein Deutsch, nichts. Ich habe immer den anderen kleinen Kindern zugeguckt, die gespielt haben und so. Ich habe mich nie getraut zu fragen, ob ich auch mit denen spielen kann, weil ich könnte nicht mit denen Deutsch reden. Auch wenn das Schicksal den Menschen formt, so steht beim Tanz doch etwas viel Ursprünglicheres im Vordergrund. Wir haben vielleicht jetzt sehr viele von den Sprachklassen, sehr viele Kinder mit, die Flüchtlinge sind, die wahrscheinlich sehr ungewöhnliche Vergangenheiten haben. Und das interessiert uns eigentlich nicht wirklich. Für das Stück interessiert uns das Mensch, die da hinten steht und was dieses Kind zu erzählen hat mit seinem Körper, was sein Körper zu der Thematik des Stücks zu erzählen hat. Den Körper auf diese Weise sprechen zu lassen, ist für viele erst einmal eine ungewohnte Herausforderung, die aber gerne angenommen wird. Also ich fühle mich sehr, sehr gut. Erst 2 Wochen war es richtig schwierig, weil ich kannte das nicht. Das war zu schwierig und zur Zeit, ja, es länger wird mir besser. Ich genieße es, auch wenn es wirklich so ein bisschen an die Grenzen geht, vor allem wenn man nebenbei noch arbeitet. Ich bin eigentlich sehr, sehr überrascht, wie eigentlich die Theater hier läuft und alles, weil ich war wirklich noch nie im Theater und finde ich ganz toll. Ja, an diesem Projekt gefällt mir vor allem, dass man dann selber viel kreativ werden kann und so weiter. Der Trainer haben uns so viel beigebracht, ja. Und wir haben als Gruppen viel gelernt. Ich finde, das bringt voll viel Selbstbewusstsein, aber auch generell so mit professionellen Choreografen zu arbeiten, das ist total das coole Gefühl so. Ich finde es hochinteressant, mal durch Profis kennenzulernen, wie solch eine Choreografie entsteht. Thiago und David sind unglaublich geduldig, haben eine schöne Form, uns Laien Bilder an die Hand zu geben, sodass wir in der Lage sind, das umzusetzen, was sie möchten. Für die Choreografen ist es quasi eine Gratwanderung, mit Laien im Tanz zu arbeiten, denn für sie ist es wichtig, so ähnlich wie möglich wie mit Profis zu arbeiten. Aber man muss die Hintergedanken präsent halten, dass es alles ein bisschen langsamer ist, dass es viele Sachen, die vor Profis selbstverständlich sind, vor Laien nicht selbstverständlich sind, die wir trotzdem als selbstverständlich vermitteln,
weil auf die Bühne sind die selbstverständlich und im Tanzen die selbstverständlich, aber diese Hintergedanken, dass es doch nicht so ist und dass es nicht doch so selbstverständlich ist für die Laien ist, das muss man immer sehr präsent halten. Denn viele Teilnehmer haben gar keine oder kaum Tanzerfahrung. Und auch für diejenigen, die leidenschaftlich gerne tanzen, kann das Tanzwärtsprojekt nochmal eine ganz neue Begegnung mit dem Tanz sein. Ich habe während dieses Projekts ein bisschen das Gefühl, Tanz nochmal neu entdeckt zu haben. Also was mein Tanz eigentlich ist, wie ich tanze, wie ich mich echt bewege, sinnlich bewege, also wie mein Körper authentisch echt tanzt.